Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Flame in the Flood. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben hier noch Löwenzahn. Und ich weiß, dass wir Löwenzahntee. Dachte ich zumindest. Wie geht das denn? Den Löwenzahntee kann man doch irgendwo herstellen. Gucken wir mal. Feuer benötigt. Ah, sauberes Wasser. Das ist aber glücklicherweise gar kein Problem. Oh, Leute, wir sind gleich so fett gut ausgestattet. Wir haben Penicillin, wir haben Gesundheitstees, wir haben Nahrung ohne Ende. Wir haben frisches Wasser. Uns geht's einfach sowas von gut. Also, ich kann das gar nicht glauben. Oder ist das verunreinigtes? Ah, okay, das ist verunreinigtes Wasser. Das ist aber nicht so schlimm. Weil wir können hier sauberes Wasser machen. Da, 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 da. So. Und jetzt machen wir den Löwenzahntee. Hier gibt's den. Feuer benötigt, also stellen wir uns ans Feuer. Es ist schon wieder ausgegangen. Hä? Oder brennt das? Brennt das noch? Nee, ne? Feuer benötigt. Spiel, was ist dein Problem? Ah, okay. Jetzt. So wollte ich das haben. Um Lebensmittelvergiftungen zu lindern, braucht man das. Pff, ja, gut. Ist jetzt nicht so sinnvoll, wie ich gehofft hatte. Aber ein Feuerchen ist nie schlecht, ne? Dann würde ich sagen, der Löwenzahn bleibt eher zum Essen. Lumpen. Okay, wir müssen mal wieder unserem Hundi was geben. Hundi, du kriegst... Was kriegst du? Wärmt dich, lindert auch Schlangenbisse. Ach, das ist doch besser gedacht. Doch besser als gedacht. So rum. Ja, ziehe zu. Ziehe zu. Ah, die Kohle hätte ich auch verwenden können. Okay. Lumpen. Und was ich jetzt auch mal gerne wüsste, ist, wie crafte ich die Tasche. Ich will ja eine größere Tasche. Wolfs... Hä? Was? Misk. Beutel, genau. Ich brauche einen Beutel. Also Nähsatz. Ja, wo kriege ich denn Nähsatz her, verdammt? Das ist richtig ätzend. Aber okay. Dann belassen wir das jetzt mal dabei. Suchen noch alles ab. Das ist schon leer. Einen Setzling und noch einen Setzling. Ihr merkt schon, bei dem Spiel kommentiere ich anders, als ich es normalerweise tue, weil ich mich halt einfach wesentlich mehr konzentrieren muss. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und die Art zu Let's Playen ist auch okay. Okay. Wir haben schon wieder ein volles Inventar. Wie immer halt. Und wir können eigentlich fast schon wieder schlafen. Aber wir sammeln hier erst noch ein ohne Ende. Und natürlich... Ah, kriegt der Hund mal wieder was. Scheiße. Ja gut, komm, dann essen wir den Knoblauch einfach so. Ich habe jetzt keine Lust extra, deshalb zurück zum Floß zu laufen. Der Eber ist da immer noch. Der geht schon ordentlich ab, du. Meine Herren. Ich habe aber die Vermutung, dass da hinten was ganz, ganz Tolles ist. Deshalb.
Kack. Er ist dagegen gelaufen, der Arsch, ne? Super. Jetzt ist halt das Inventar voll und ich habe eine Aloe Vera Pflanze gefunden. Das ist ärgerlich. Sollen wir mal den Eber versuchen zu killen? Ja, ne? Ich gehe mal darüber. Der folgt uns ja nicht. Oh, fuck. Ah, fuck. Okay. Also ich hoffte, dass er uns nicht folgen würde. Tatsächlich tut er es. Das ist... Nee, er bleibt stehen. Irgendwann bleibt er dann doch stehen. Okay, wir brauchen was zum Schienen. Zum Schienen brauchen wir was. Nee, sonst Schiene. Angelhaken und Angelschnur. Lumpen. Schiene. Habe ich doch. Ich habe doch alles. Ach nee, ich habe nicht genug Lumpen. Einer fehlt. Okay. Ich frage mich jetzt halt, ob man mit Penicillin... Ja, ne? Das bringt halt nichts bei einem Knochenbruch. Vermute ich. Nur wegen dieser behinderten Aloe Vera Pflanze. Ich bin mir unsicher, ob das jetzt... Ich versuch's mal mit Schlafen am Feuer. Vielleicht bringt das was. Ich glaub's eher nicht, aber... Also ich meine, jeder, der The Revenant gesehen hat, wird ja wohl wissen, dass Knochenbrüche problemlos von alleine heilen. Also, ohne Frage. Von daher... Scheiße. Okay. Unsere Protagonistin ist aber nun mal halt einfach nicht Leonardo DiCaprio. Von daher haben wir nun ein kleines Problemchen. Ja gut. Dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir eine Falle craften. Kleine Tiere. Was brauche ich denn für eine größere Falle? Ein Steinhammer. Oh, sehr cool. Würde ich sagen, machen wir gleich mal. Kann man mit einem Steinhammer eventuell auch zuschlagen? Gucken wir mal hier rein. Schaut schlecht aus. Ich hatte die Hoffnung, dass sie auch ja, sich verteidigen kann irgendwie. Aber... Notwendig, um das Floß zu reparieren. Okay, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass wir den gecraftet haben. Ja. Puh, wenn man es verbrennt. Wo ist unser... Ah, der Löwenzahntee ist in dem Gefäß. Wenn wir den getrunken haben, dann haben wir auch wieder unser Gefäß. Okay. Da war ich jetzt gerade etwas ängstlich. Also, genau. Ich wollte nach der größeren Falle schauen. Weil ich gerade nicht wirklich verstehe. Bogen. Bogen mit einem Stahlmesser. Gasbombe. Das ist auch böse. Das ist richtig böse. Sperrfalle hier. 4 von 3. Ah, wir haben zu wenig Setzlinge. Sonst könnten wir die machen. Gut. Dann würde ich sagen... Ja, super. Richtig geil. Krankheit und Knochenbruch. Das läuft halt richtig, richtig gut gerade. Dass wir jetzt trotzdem mal zum Floß zurückgehen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was optimal wäre. Also welche Anlegestelle, Kirche wäre wahrscheinlich gut, ne? Wenn nicht gerade wieder zufällig ein Dreckswolf vor der Kirche rumlungert.
Ah, Lumpen, Nähmaterial und Alkohol. Sehr schön. Das ist ja eigentlich genau das, was ich brauche als verletzter Mensch. Ich meine da aber ein Tier zu hören. Was wir jetzt noch machen ist, hier einiges rüberbringen. Also Sumach braucht man nicht. Wasserfilter. Gepickeltes Fleisch brauchen wir eigentlich auch nicht gerade. Ja, passt. Alles aufs Floß verlegen. Falle, Falle, Falle. Leg auf das Floß. Leg auf das Floß. Ja, das muss jetzt reichen. Muss es einfach. Und es wird Tag. Das heißt, wir haben relativ eventuell gute Chancen, nicht direkt getötet zu werden. Wo ist die Krähe? Hau ab. Hau ab. Eternal Flame. Lumpen. Yes. Ach, das ist wirklich genau das, was wir gerade brauchen. Leute, wir haben es geschafft. Wir können eine Schiene craften. Oh, und wir können da viel gerade craften, generell. Aber die Schiene ist jetzt zuallererst mal leider am wichtigsten. Auch wenn ich die Lumpen gerne anderweitig verwendet hätte. Isolierte Hose, cool. Leichte Stiefel. Nähsatz. Sollen wir das mal machen? Geflochtene Seilfalle. Ich weiß nicht, was am meisten bringt. Die Jacke vielleicht? Und die Jacke ziehen wir dann natürlich direkt mal an. Ausstatten. Und da haben wir. Hä? Warum ist mein Bein immer noch im Arsch? Ah, hier. Gott sei Dank, ich dachte hier gerade. Das geht ja nicht. Also, das wird geheilt durch Unterschlupf. Von daher können wir da eigentlich auch direkt mal reinschauen. Geht weg, ihr Drecksviecher. Ah. Feder für Pfeile. Da kann ich nicht drin suchen. Dann gehen wir jetzt einfach mal ein Stündchen schlafen. So. Ha, happy. Leute, es läuft einfach. Es läuft wirklich. Ha, gut. Das habe ich ja abgesucht. Sollen wir noch einen Hasen erlegen? Wie viel Fleisch haben wir denn? Einmal. Nur einmal? Ja, da würde ich eigentlich sagen, können wir eine Falle hinstellen. Man sieht hier leider. Ach, wo rennst du denn hin? Ah, die rennen. Ah, da ist sie. Da ist die. Ich sehe die Falle. Okay. Also, craften geht wieder mal hier. So, und die Falle haben wir hier. Anwenden. Ich hoffe, dass. Ich hoffe, die laufen mir jetzt nicht daneben her. Scheiße. Okay. Ich muss die eher ein bisschen nach links anwenden. Baue eine Falle. Ist das ein Bug, dass man dann zwei Fallen im Inventar hat, wenn man die wieder aufnimmt? Weil das ist ja eigentlich nicht normal, oder? Ja, rennt rein, ihr kleinen Spackos. Ich glaube, ich muss von der anderen Seite kommen, damit die in die Richtung laufen. Ja, Bingo. Sehr, sehr schön. Dann haben wir den.
Natürlich wieder hier häuten. So müssen wir das ja immer machen. Und zwei geflochtene Seile können wir noch machen. Und noch Zunder. So. Das muss jetzt reichen fürs Erste. Hier. Passt. Juhu. Es schaut immer noch ziemlich, ziemlich gut aus. Muss ich sagen. Wir haben leider nicht ganz so viel Verbandszeug gefunden, wie ich mir erhofft hatte. Aber das ist... Geh weg. Husch. 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 Die gehen nicht weg. Die hören gar nicht auf mich. Oh. Trompete des Teufels. Das klingt interessant. Hm, konsumieren den Speicher leer. Läuft. Und jetzt mal gucken. Verdorbenes Fleisch. Hä? Nicht essen. Das bringt dich um. Ah! Für ein Tier. Okay. Vielleicht, wenn man Bären erlegen will, aber bis jetzt sehe ich mich dazu nicht unbedingt genötigt. Der Kilt vom großen John Boar. Der große John Boar hatte seinen eigenen Rat, seine eigene Meinung über die Dinge. Je mehr Tatsachen präsentiert wurden, die das Gegenteil davon bewiesen, desto mehr hackte er nach. »Das ist, was sie dich glauben machen wollen«, regte er sich auf. Er konnte niemals wirklich sagen, wer sie eigentlich sein sollten. Trotzdem blieb er dabei. Ja, das klingt ein bisschen paranoid. So ein bisschen Verschwörungstheoretiker-mäßig. New World Order und BRD GmbH und überhaupt. Cool, cool, cool. Wo ich jetzt als nächstes gerne mal hin würde, wäre theoretisch ein, eine Werkstatt. Da links. Würde ich auch gerne hin. Fuck, wir werden es gleich. Ne, wir haben es überlebt. Jetzt bin ich ja fertig. Dann gehen wir mal da zu dem Fischdingensen. Da ist ein Feuer. Thompson Island. Ah, oft gibt es dort Angeln, Köder, Unterschlupf. Das ist auch perfekt. Weil wir brauchen ja mehr Zeug, um Kleider zu machen und so. Nähsatz. Und mit dem Angelzeug konnte man ja Nähsatz machen. Soviel ich weiß. Tiere. Okay. Geben wir mal unserem Hundi wieder was. Ach, die brauchen wir eigentlich noch nicht, die Feder. Geben wir unserem Hund. Ich hoffe, der frisst die nicht. Auch zum Hund. Auch zum Hund. Und passt. Toll. Super. Es hat sich jetzt eher so mittel gelohnt. Aber das sind doch zwei verschiedene. Und du kannst mir nicht erzählen, dass da nur die Feder drin war. Wenn da noch grundenbreit erklärt wird, ja, es ist hier so toll, es gibt ganz viel Nähmaterial. Also Angelzeug. Da ist jetzt gar nichts. Aber ja, so ist das Spiel wohl, ne? Ich könnte auch mal die Schnelltasten hier mehr nutzen. Wenn ich mal dran denken würde.
der ist halt so niedlich, ne? Und die Musik ist traumhaft. Ich liebe diese Musik. Das ist so, so, so schön. Wir sind gerade mal in der zweiten von... Oh, fuck. Scheiße. Das... Oh mein Gott, das wird ja richtig hart hier. Alter, wie wird das erst, wenn man in der letzten Region ist? Da, da, da. Wir müssen da, da nach rechts. So leid es mir tut, aber das ist gerade echt wichtig. Oh, wir haben gerade richtig viele wichtige Stationen verpasst. Ist voll bitter gerade. Aber wir müssen mal das Floß reparieren. Okay. Gut. Ja. Gucken wir mal noch nach Benzin. Keine leeren Gefäße. Ja, großartig. Hungrig. Ah, das ist kein großes Problem. Sollen wir nicht. Ich würde sagen, wir konsumieren zuerst das Pökelfleisch. Ja. Und wir trinken vor allem mal das da. Weil dann haben wir ein leeres Gefäß. Andererseits weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, in dieses Gefäß jetzt das Benzin einzugießen. Schwierig. Richtig schwierig. Okay. Kleinere Reparaturen können wir machen. Und wir können hier auch... Ja, was eigentlich? Mehr können wir nicht machen? Ernsthaft? Nur wegen diesem komischen Rahmen. Ich dachte jetzt, mit diesem Teil kann man mehr anfangen. Das ist ja praktisch gar nichts. Es hat sich so richtig null gelohnt. Also wirklich null, hierher zu fahren. Scheiße. Und dafür haben wir voll die guten Quellen außer Acht gelassen. Ah. Ich habe jetzt halt echt Angst. Scheiße, ich hab's gemacht. Das Spiel hat mich nicht mal mehr gefragt. Benutzen. Ah, ich kann's lernen, okay. Dann ist es nicht ganz so tragisch. Manchmal geht das Inventar einfach nicht mehr zu. Kann ich hier das Benzin nachfüllen? Oder wo kann ich das machen? Hm. Vielleicht einfach mal benutzen. Benzin. Leeres Gefäß. Okay, gut. Ja. Ich bin... Fuck. Bin ich gerade festgebackt? Ich kille das Spiel, wenn ich jetzt gerade runtergebackt bin. Ja. Leute, ich eskaliere. Ich bin runtergefallen. Ich bin einfach runtergefallen. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt keinen Save Point hatte, dann hasse ich das Spiel jetzt. Das ist so unfair. Das kannst du nicht machen, Spiel. Das kannst du nicht machen. Oh Gott, ich muss irgendwie abspeichern können. Das gibt's doch nicht. Ich drehe echt durch jetzt. Scheiße. Okay, also ich werde jetzt einen Cut machen und werde gucken, dass, wie ich hier den Speicherstand
erhalten kann, weil das letzte Mal, als ich nach der ersten Folge das Spiel wieder gestartet habe, da war halt nichts, obwohl ich ja hier eine Kampagne spiele und es heißt, dass es Save Points gibt. Also ich werde es jetzt mal in Erfahrung bringen und bitte, bitte, bitte wünsch mir Glück, dass ich jetzt nicht alles verloren habe, weil ich glaube, das würde mich so sehr frustrieren, dass ich keine Folge mehr spielen würde. Also wünsch mir Glück und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.